Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, ihr Schlingels, zu einem neuen Video vom Le Camping Car. Heute mit der Ausgabe 108. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, was wir heute tun dürfen. Zumindest suggeriert mir das die Teile, was ich hier so sehen kann. Und auch hier wieder altbewährte Arbeiten. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lang, wir legen direkt los. So, schauen wir mal rein. Ich entdecke auf jeden Fall schon mal Gardinen. Das heißt, wir dürfen heute wieder Gardinen friemeln. So wie es aussieht. Aber diesmal nicht mit diesen Ösen zum Aufhängen, sondern diesmal werden sie offensichtlich geklebt. Und es dürfte ja die Innenseite vom Alkoven sein. Ach, die werden auf beiden Seiten tatsächlich geklebt. Interessant. Die werden von beiden Seiten geklebt und rangeschraubt und werden dann auch schon an das Innere vom Alkoven geschraubt, so wie das aussieht. Das heißt, ich muss mal gucken, wo ich den habe. Der war ja, glaube ich, noch mit einer der ersten Ausgaben. Ganz völlig verstaubt, völlig verschmutzt. Ich mache es mal gerade noch sauber. So, hier haben wir das gute Stück. Das haben wir jetzt lange nicht gesehen. Wie gesagt, das war, glaube ich, erste oder zweite Ausgabe, meine ich, war dieses Teil mit dabei. Und jetzt haben wir das Gegenstück dazu. Das bestücken wir jetzt mit einer Gardine und dann kommt das Ganze hier hinten rangeschraubt. Und ja, keine große Sache. Hier haben wir wieder auf der 7. und 8. Seite nochmal ein bisschen Information heute. Und schauen wir uns natürlich die Teile wieder an. Und natürlich sind die Gardinenstangen wieder aus Metall. Das kennen wir ja schon. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. So. Das Aufmachen ist eigentlich das Komplizierteste. So. Dann haben wir hier die Schrauben und hier noch die, das doppelseitige Klebeband. 1, 2, 3, 4. So. Hier haben wir unsere beiden Gardinen. So. Und hier unsere Innenseite vom Alkoven. Das können wir auch im Blister lassen, auch beim Verschrauben der Gardinenstange. Das ist ja schon mal erstaunlich. Das freut mich. Sehr gut. Dann dürfen wir als erstes die Gardinen jeweils oben und unten mit einem doppelseitigen Klebestreifen versehen. Das heißt, eins kommt oben, eins kommt unten. Hätte ich also noch ein bisschen mittiger gehen können, aber ja gut. Dann weiß ich jetzt für den nächsten Bescheid. So. Die erste Gardine haben wir. Machen wir mit der zweiten weiter. Na, haben wir. Okay. Und den letzten. Na, kriegen wir es denn hin? Wird es noch was werden? Aber natürlich. Gut. So, jetzt müssen wir auf einer Seite. Ich hole euch mal näher ran. Das Dingens abmachen hier. Die Rückseite vom Klebeband. Wenn wir es denn abbekommen. Das sieht nicht so leicht aus. Ich glaube, hier habe ich es. Jawohl. Hier habe ich es. So, gleiches machen wir jetzt mit der anderen Seite.
bisschen popeln und zack, haben wir es. Okay. Jetzt legen wir die einfach dicht beieinander. Und dann die Gardinenstange. Ja gut, der Stoff sieht mir hier aber sehr großzügig gewählt aus. Oder ich habe die Richtung falsch. Ich habe mal wieder die Richtung falsch. Gut, das hat sich dann da... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann höchstens versuchen zu schauen, ob man dieses Klebeband nicht eventuell nochmal abziehen kann. Von der Größe her müsste es aber gerade noch so passen. Also theoretisch könnte ich es so lassen. Ich müsste bloß an den Enden was abschneiden. Aber ich hoffe jetzt natürlich, dass ich das Klebeband abgezubelt bekomme. Ah ja, nee, nicht im Ganzen. Das wird wohl nix. Das wird wohl nix. Das müssen wir so hinnehmen. Ja, wäre natürlich so einfacher gewesen. Hab ich wieder nicht aufgepasst. Blöd. Aber wie gesagt, wenn ich links und rechts außen ein bisschen was abschneide, sollte das sicherlich auch funktionieren. Ich muss bloß aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel abschneide und dass ich es einigermaßen gerade abschneide. Es war wieder Fusch am Bau hier, aber Gott sei Dank habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das ist halt meine Schuld gewesen, wie rum die Gardine gehört und dass es ein richtig und falsch rum gibt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, das ist wurscht, wie rum wir das machen, aber anscheinend nicht. Und ja, ich schneide die Außenseiten ab, denn ich habe halt die Hoffnung, dass man das dann später ja weniger sieht. Mache ich jetzt, wenn ich jetzt nämlich die mittlere an der mittleren Stelle abschneide, wie auch immer, dann und ich mache es nicht exakt gerade, dann ist natürlich die Gefahr, dass man das dann auch später sieht im Modell von außen. Deswegen nehme ich die Außenseite in der Hoffnung, dass man es nicht sieht. So. Das sieht aber schon mal schön aus. Ich werde es ein bisschen überlappend legen. Das muss ich nur gucken. So rum kommt es ran. Genau. Viel Wickeln nehme ich mal an. Kann ich hier jetzt nicht mehr. Viel Spiel wird nicht sein. Weil ich ja nun die kürzere Seite gewählt habe. Natürlich ein bisschen aufpassen jetzt, dass es nicht allzu kurz wird. So, jetzt müssen wir hier unten noch die Schutzfolie vom Klebeband abziehen und dann kommt die zweite Stange rein und dann hoffe ich, ist es nicht zu eng, sodass wir es dann noch entsprechend ja, da dran bekommen, woran es gehört. Mit dem nötigen Abstand. Das ist ja die eigentliche Herausforderung. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Na, ja, nachdem ich in einer der letzten Folgen meine Pinzette hier ruiniert habe, will sie nicht mehr so, wie ich das gerne hätte. Aber wir haben es geschafft. Halt, 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 halt. Das war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Ich denke, das sollte reichen. Werden wir sehen, wenn wir es jetzt ranschrauben, wie schlimm oder weniger schlimm das Ausmaß jetzt ist, meiner Pfuscherei. Das Ganze wird mit jeweils, also jede Stange mit zwei Schrauben befestigt, logischerweise. Und ich hoffe, dass das passt mit dem Stoff. Ich glaube, ich mache die untere zuerst fest. Hoppla.
Man muss dazu sagen, also zumindest ist es bei uns im Wohnwagen so, dass tatsächlich alle Gardinen, was hier aber beim Wohnmobil jetzt nicht so ist, alle Gardinen von oben und unten befestigt sind. Also man kann natürlich das selber machen, wie man das möchte. Man kann auch die Gardinen nur oben befestigen und unten sind sie quasi freischwingend. Bei uns sind sie aber tatsächlich oben und unten befestigt, so wie das jetzt hier in dem Alkoven bei der Gardine ist. Ja, okay, ich sehe schon, ich muss die hier noch mal ein bisschen lösen, damit die Stange ein kleines bisschen rüberrutschen kann. Damit ich hier auch das Loch noch treffe. Falls da überhaupt noch eine Chance besteht. Ist die Stange zu kurz oder was ist hier los? Ich muss das mal rausholen hier. Da komme ich ja gar nicht mit klar. Ich denke so ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Ja. So, ich scheine getroffen zu haben. Endlich. So, spannend wird es natürlich jetzt beim oberen Teil der Gardinenstange, weil... Aber es passt. Na, da bin ich ja erleichtert. Da bin ich ja erleichtert. Es ist noch einigermaßen straff und es passt. Das ist doch beruhigend. Besser könnte es doch gar nicht laufen, dafür, dass ich pfuschen musste. Und tatsächlich der Rand, man sieht es nicht. Also man sieht nicht, ob jetzt die Gardine richtig oder falsch rum ist. Das ist... völlig wurscht und es sollte trotzdem halten, meiner Meinung nach. Es ist noch genügend Fläche vom Klebestreifen übrig, um dass die Gardine oben und unten jeweils hält. Also von dem her haben wir das Ganze doch noch ganz gut retten können. Aber ich sollte einfach besser aufpassen. Auf den letzten Schritten nicht leichtsinnig werden hier. So. Naja, wunderbar. Haben wir es doch gerade noch so hinbekommen. Beide sind befestigt. Es sieht auch noch gut aus. Das ist doch schon mal schön. Und jetzt dürfen wir das... hier reinschrauben. Ich muss bloß schauen. Der kommt so rum und der kommt mit dieser Kante so rum. So kommt das Ganze jetzt hier rein. Wird außen befestigt. In der Mitte wäre theoretisch meines Wissens nach auch noch eine Möglichkeit zu schrauben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht erst später kommt. Möglicherweise. Na jedenfalls, die beiden Teile liegen gut übereinander. Schrauben wir jetzt noch die vier CP-Schrauben an den Seiten rein. Da kann ich auch einen größeren Bit nehmen, merke ich gerade. Die Schrauben sind ja nun doch ein bisschen größer und für mehr Grip bietet sich ein anderer Bit doch an. Denn wir sehen, hier in der Mitte wäre noch ein Schraubloch. Jeweils oben und unten hinter bzw. unter der Gardinenstange. Aber entweder wird das nicht gebraucht oder es kommt erst später zum Einsatz. Das wissen wir nicht. Denn dieser Alkoven wird ja natürlich noch im Modell selbst eingebaut. Und das kann natürlich sein, dass da noch die ein oder andere Schraube hier reinkommt. Aber im Moment nicht vorgesehen. Dementsprechend, ja. Nanu. So. Setzen wir die hier noch mit rein. Auch fest, wunderbar. Es sind allerdings noch vier Schrauben übrig. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo was übersehen habe. Ich gucke gleich nochmal durch. Denn meines Wissens nach gehörten hier vier rein und hier vier insgesamt. Ja, gut. So, dann bleiben halt genügend übrig. Macht ja nichts. Ja, damit sind wir auch fertig. Heft haben wir zugeklappt.
das war's. Ja, und damit sind wir am Ende von der Ausgabe 108. Wir haben den Alkoven weiter vorbereitet, unsere Schlafkabine über der Fahrerkabine. Und ich nehme an, bei der 109 geht es dann mit dem zweiten Fahrrad weiter. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Dann sehen wir uns mit der Ausgabe 109 wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao!